Nee, hallo. Heute ein Nachtrag zu MX14 Turbulence, wo sich gerade der X-Screensaver mit Matrix-Demo eingeschaltet hat. MX14. So, was hat man denn? Ich hatte ja versprochen, ich zeige eigentlich die 64-Bit-Version, aber es ist jetzt blöd. Die gibt es gar nicht. Es gibt die PAE oder Non-PAE-Version. Die Non-PAE-Version für ältere Rechner, die zum Beispiel eine CPU haben. Das hat eigentlich streng genommen jetzt mit der CPU nichts zu tun, sondern mit der Adressierung. Aber ich habe festgestellt, bei mir ist es so, dass die PAE-Version meine beiden Prozessoren, die ich hier auf meinem Laptop habe, den ihr jetzt gerade seht, unterstützt. Und die Non-PAE-Version, die ich vorher gezeigt hatte, hat auf meinem Laptop halt keine zwei CPUs, komischerweise. Was hat man noch zu klären? Debian, GNU, Linux, Wheezy haben wir drauf. Ja, gut, jetzt ist es so. MX14 ist das eine und Antix das andere. Antix hat eine MX14-Version gemacht, die im Moment die aktuelle ist. MX14.3, Codename Symbiosis. Ne? Wir haben eine Symbiose von dem MX14-Team und Antix. So, jetzt hat sich aber das Antix-Team entschieden, eine 32-Bit-Version sowohl für die PAE als auch die Nicht-PAE-Version zu machen, aber gar keine 64-Bit-Version. Ja, kann man rausfinden mit git-conf-long-bit. So, das dazu. Gut, Debian haben wir drauf. Wheezy haben wir drauf. Und Antix ist es auch, obwohl man es eigentlich nirgendwo sieht. Beziehungsweise es steckt natürlich irgendwo die Kernel-Technik drin. Und in manchen Paketen erkennt man auch noch, dass Antix drauf ist. So, was ist da für ein komisches Bild? Ich habe mich im Nachhinein entschieden, keine Transparenzeffekte zu haben. Wir hatten ja gesagt, wir können den Fenstermanager so einstellen, Feineinstellung des Fensterverhaltens, dass der Kompositor eingeschaltet ist. Habe ich aber nicht. Trotzdem wollte ich aber hier irgendwie, dass dieses Panel irgendwie zu dem Hintergrund passt. Also habe ich mir den Hintergrund, der standardmäßig dabei ist, ein wenig angepasst. Den aufzutreiben hatte ich ja beim letzten Mal auch ein Problem. Lag daran, dass der Background hier MX14 Turbulence in Local Share Backgrounds liegt. Ne? User Local Share Backgrounds und nicht in User Share Backgrounds. Und deshalb konnte auch das Einstellprogramm für den Desktop-Hintergrund das Ding nicht finden. Dort findet ihr auch eine Lite-Version, so eine. Und diese schwarze Version habe ich mir mit GIMP angepasst, das hier raus. Dann habe ich mir so ein Kreuz draus gemacht, damit an dem linken Rand ein schwarzer Rand entstand. So konnte ich dann auch ohne Transparenzeffekte gut leben. Wieso konnte ich vorher nicht leben? Vorher ging dieses blaue Band, diese Turbulenz hier quer durch. Und da hat man gesehen, das ist schwarz und hört da auf. Und das gefiel mir nicht. Also habe ich mir das umgefummelt. Gut, benutze ich jetzt schon seit ein paar Tagen. Unten das Logo ausgetauscht, Spielereien gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir IceDoof und IceWeasel installiert. Das ist nicht doofes Wiesel. IceDoof ist nichts anderes als der Thunderbird. Obwohl man mit den Einstellungen, mit dem MX-Werkzeug, sich durchaus auch mit dem Paketinstaller den Thunderbird installieren kann, hatte ich den da wieder deinstalliert, weil kann man auch Thunderbird, habe ich wieder deinstalliert, weil es da kein deutsches Sprachpaket zu gab. Da aber IceDoof quasi der Thunderbird in der Debian-Art ist, nämlich ohne Thunderbird-Logo, vielleicht in einer stabileren Version, ist das genauso gut. Und für den IceDoof gab es dann in Synaptic die entsprechenden deutschen Pakete, genauso für das Firefox Pendant IceWeasel. Synaptic zeige ich mal kurz. Synaptic-Paketverwaltung erreicht man hier mal schön über das kleine gelbe Logo. Suchen mal nach IceDoof ist der Thunderbird, ne?
quasi in der Debian-Version. Und da habe ich installiert LN10DE, deutsches Sprachpaket für Eisdorf. Also das ist quasi der Thunderbird auf Deutsch, beziehungsweise das deutsche Sprachpaket dafür. Gut. Und ein Eiswiesel haben wir auch, ne? Eiswiesel. So, und zwar gibt es dann zum Eiswiesel auch ein deutschsprachiges Paket. Gut, das gleiche kann man natürlich dann auch für LibreOffice machen. LibreOffice. So, dafür gibt es dann auch noch ein deutsches Sprachpaket. Schauen wir mal. LN10-DE ist die deutsche Sprachpaketsammlung für ja, das Office-Paket. Gut, soweit so schön. Also wie gesagt, ich komme jetzt auch ohne Transparenzmanager gut zurecht. Hab mir auch beim Terminal noch ein weiteres Bildchen gemacht mit GIMP, hab das hier mit Arbeiten, den Einstellungen. Und zwar im Aussehen habe ich mir dann ein ellipsenförmiges davon gemacht. Gut, man könnte es auch natürlich auch transparent machen, aber das zittert dann so ein bisschen. Ne? Das zittert dann so ein bisschen, wenn man es verschiebt, fiel mir nicht gut. Dann habe ich das halt so ein bisschen anders gemacht. Wie gesagt, funktioniert prima, komme hier auch gut zurecht. Top. Seht ihr, habe ich jetzt meine beiden Prozessoren dank der PAE-Version. Die PAE-Version ist dann halt besser geeignet für etwas neuere, sage ich jetzt mal, die halt dieses PAE, was heißt das nochmal? Ja, habe ich ein Video zu gemacht. Irgendwas mit Adress, bla bla bla. Ist ja egal. Jedenfalls haben wir MX14, Antix und es funktioniert und ist auch geeignet für aktuelle PCs. Ich sehe jetzt, wenn jetzt hier 64-Bit ständ, hätte ich mich genauso wenig aufgeregt wie jetzt mit 32-Bit, weil funktioniert wunderbar. Gut, ich hoffe, hier wird geholfen zu haben. Testet es mal aus. Wie gesagt, nachgereicht hatte ich versprochen, nochmal zu zeigen, wie sieht es denn eigentlich mit der 64-Bit-Version aus, die es gar nicht gibt. Hiermit korrigiert und das Kernel ist in beiden Versionen gar nicht alt, sondern ein aktuelles 3.14.0, das auch nochmal kurz korrigiert. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Von daher mit freundlichen Grüßen und tschüss.